Gute Laune in Linz. Rob Heisi, der Künstler an der Scheibe, macht sich hier warm für das Duell. Erster gegen Zweiter, EHC Liebes Blackwings Linz gegen HDD Tilja Olympia Laibach. Die erste Chance, die gehört den Linzern. Martin Grabherr-Meyer auf Martin Meiritsch, aber der Linzer wird im Slot noch entscheidend gestört. Sergej Smirnov hat die Nummer 86 der Linzer im Griff. Es ist das Spitzenspiel im ersten Drittel und da sowohl Laibach nur mit drei Linien antreten kann, die Slowenen müssen einige Ausfälle heute wegstecken. Aber sie kommen zu guten Chancen, so wie diese hier. Powerplay und wunderschöner Pass auf die Nummer 44 auf Jamie Fraser. Sein One-Timer aber letztlich zu schwach. Und für Alex Westland im Tor der Linzer ist es Picking Cherries, eine sehr dankbare Scheibe. Laibach-Trainer Hanno Järvenpää kann mit seiner Mannschaft im ersten Drittel zufrieden sein. Es steht 0:0. Im zweiten Drittel beide Mannschaften beginnen druckvoll, das Tor. Das machen aber die Linzer. Die dritte Linie am Eis und es steht 1:0. Wir schauen gleich nochmal genau drauf. Ideales Zuspiel von Oberkofler und Martin Meiritsch braucht nur noch Danke sagen. Mitja Pinteritsch bei seinem ersten Ligaeinsatz im Tor von Laibach chancenlos. Nur eine Minute später wieder die Linzer, wieder ein Youngster. Die Vorarbeit kommt allerdings von einem Routinier, Philipp Lukas, mit dem Schuss. Pinteritsch kann die Scheibe nicht festhalten und das Tor wird Patrick Spanring zugesprochen. Wir sehen aber in der kommenden Einstellung hier, dass sich Pinteritsch die Scheibe selbst ins Tor buxiert. Sei es drum, zwei Tore Vorsprung für die Linzer, trotzdem Laibach. Mit dem Selbstbewusstsein von 10 Toren aus den letzten zwei Spielen. Man probiert weiter, hier scheitert Ken Okrajensek an Alex Westland. Schöner Backhandpass von Alex Music. Ganz anders, die Linzer, die sind heute sehr effektiv. Es läuft und sie treffen nach Belieben. Danny Oermann 3:0. Im zweiten Drittel plötzlich eine ganz klare Sache für den Tabellenführer. Justin Keller mit dem Zuspiel. Oermann wird nicht bedrängt und macht das 3:0. Rob Daum kann zufrieden sein. Seine Linzer führen mittlerweile souverän. Im dritten Drittel nur noch eine nennenswerte Aktion. Ein Blue Liner von Adrian Weidman und das Tor geht an Danny Oermann. Ob er wirklich dran war, kann man mit den Kameras nicht auflösen. Das Tor wird ihm aber zugesprochen. 4:0 Linz, die Oberösterreicher bleiben das Maß aller Dinge. Na klar sind wir unzufrieden. Wir haben im zweiten ganz schnell zwei Gegentore kassiert und danach ging es bergab. Wir sind selbst schuld. Unser Goalie war heute sehr gut. Es war nicht unser bestes Spiel heute, aber wir haben einen Weg gefunden, um zu gewinnen. Wir haben unser Verteidigungsdrittel sauber gehalten und waren sehr gut in der Defensive. Wenn wir ins Spiel gekommen sind, dann war es gut. Wir sind glücklich mit dem Sieg.